Und damit herzlich willkommen mich für verrückt. Hier wieder bei Prince of Persia, The Sands of Time. Meine Geschichte sei erfunden. Vielleicht bin ich verrückt. Was? Ich bin doch nicht verrückt. Ich würde es mir verdenken. Aber ich versichere euch, dass jedes Wort wahr ist. Jedes Wort ist wahr, natürlich. Das glauben wir dir, denn wir erleben es ja live mit. Und hier ist doch die Dame das letzte Mal weggerannt und da ist hinter ihr alles eingestürzt. Und hier ist ein kleiner Gang. Da kommen wir natürlich noch durch. Heilige Scheiße. Und was hat's mit ihr auf sich? Warte! Oh! Zum Glück bin ich nicht blindlings hinterhergerannt, denn ich habe hier einen Durchgang gesehen. Und da wartet sicherlich schon eins der ersten Kletterrätsel von Prince of Persia, The Sands of Time. Ich sage mal sie, das ist natürlich falsch. The Sands of Time. So, an der Wand gelatscht. Das war knapp. Und da unten... Die Gästezimmer, in denen mein Vater, unser Hofstaat und ich die Nacht verbringen sollten, lagen kalt und ruhig vor mir. Der Sand der Zeit war hindurchgeflossen und hatte alles Leben und alle Wärme genommen. Nur ich, der ich die Katastrophe ausgelöst hatte, war verschont geblieben. Gab es noch andere wie mich, die am Leben waren und sich in den Ruinen verbargen? Es sah nicht so aus. Natürlich, die eine Dame. Mensch, Prinz, passt du nicht auf oder was bei dem Let's Play? Folgst der Story nicht. Und was ist das hier eigentlich? Hallo? Was? Hallo? Nicht. Benutze den Dolch. Jawohl. Wenn sie 8 Sandwolken aufgenommen haben, habt erhält er durch einen neuen Sandbehälter. Okay, 8 von den Dingern. Das ist aber schon ein bisschen happig. Jetzt drücke ich mal L1, damit wir hier sehen, wie wir hier vorwärts kommen. Was macht denn das Bett da für eine Hüpfbewegung? Woher erkennt es diese Bewegung wohl? Ich weiß es nicht. Ich möchte es auch gar nicht wissen. Das Bett ist noch rhythmisch in Bewegung. Ich weiß nicht, ob es hier richtig ist, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und ich glaube... Aber wartet mal. Da, oder? Nee. Was macht er denn? Ich mache nichts. Die Kamera, die spinnt. So, einmal hier hoch. Nee, so auch nicht. Keine Ahnung. Was müssen wir denn jetzt machen? Es zeigt irgendwie da drüben hin, aber ich habe das Gefühl, da geht es nicht weiter. Wir müssen... Hier ist auch noch so eine Stange. Die Stange ist doch nie verkehrt. Hopp. Ja, sehr schön. Wollte ich aber nicht. Sah aber trotzdem gut aus, muss ich sagen. Die Stange müssen wir doch, oder? Irgendwas... Ah, da unten. Da unten an die hier. An die gehen wir mal. Hoppala. So, was muss ich drücken? Aha. Spezialattacke. Das ist bei mir hier auf den B-Knopf gelegt, den roten. Xbox. Und dann schwingen wir hier. Alter, Vater, da wird einem ja kotzübel. Und dann da oben ganz gekonnt an die Ecke und hier rüber. So, da drüben kommen wir anscheinend raus. Da machen wir erstmal einen schönen Wallrun. Dasselbe Spiel nochmal. Mit einem Anstoß, einen Sprung. Jawohl. Und abgerollt. Okay. Wo zur Hölle ist sie hin? Ich glaube, wir sind auf der anderen Seite, oder? Oh, ne, hier oben. Haha, Secret. Jawohl. Den Sand resorbiert. Der Prinz. Der Staubsauger. Oh, oh. Hey, warte auf mich. Mann, 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 die hat aber auch ein Schwein, wenn die vor mir flüchtet. Hatte ich sie wirklich gesehen? Oder haben meine Sinne unter all den Schrecken versagt und ein Phantom geboren? Mensch, Prinz. Wie auch immer. Ich konnte nicht ruhen, ehe ich sie nicht wiedergefunden hatte. Er redet aber auch ein bisschen dickbrünftig hier. So, wir gehen mal hier rüber. Ja, und wir haben jetzt den Dolch. Und ihr habt ja vorhin diese 4 Sandkammern gesehen, die wir jetzt besitzen. Und mit Hilfe dieser kann ich mit der L2-Taste, da habe ich das draufgelegt, falls mir hier mal irgendwas missglückt bei diesen schönen Sprungpassagen, die Zeit zurückdrehen für ein paar Sekunden. Da links oben, diese gelben Bobbles. Und das wird man wahrscheinlich auch noch öfters machen müssen. Ich gucke natürlich jetzt hier immer hin, weil ich... Aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Ich möchte natürlich, wenn dann schon alle Behälter finden, wenn möglich, hier mal was zu trinken. Brauche aber nicht. Okay, wir gehen einfach hinterher. Der Lady hinterher. Warum flüchtet sie? Was hat es mit ihr auf sich? Na, das sieht schon ein bisschen komplexer aus. Aha. Das Loch in der Wand ist des Rätsels Lösung. Okay. Und Sprung. Mhm. So, das war schon mein Tod. So, jetzt drücke ich L2 und jetzt heißt es hier Zeit zurückspulen.
Zack, jetzt sind wir wieder oben. Das Wunder, welches mir in der Schatzkammer des Maharajas zufällig widerfahren war, konnte ich nach Belieben auslösen. Mit einem kleinen Schalter am Schaft des Dolches konnte ich die Zeit zurückdrehen. So, genau, ihr habt es auch nochmal erklärt. Falls es irgendjemand nicht begriffen hat, ich kann die Zeit zurückdrehen. So, haben wir mal ein dickeres Sandmonster. Da muss ein dicker Staubsauger ran. So, und wir resorbieren natürlich den Sand hier. Seht ihr das gleich wieder? Zack, und damit kann man das gleich auffüllen. Und die stehen halt immer gleich wieder auf, wenn man sie nicht vernichtet. Princey Boy, jawohl, genau den. Und man ist, man hat keine Sicherheitsframes. Das heißt, die können einen wirklich immer angreifen. Auch wenn sie es nicht immer machen, fairerweise. So, dankeschön. So, Dickerchen. Hat sich's ausgesandet. Nummer 1. Der da hinten, der schüttelt noch den Kopf. Der weiß nicht, was los ist. Der findet die Tat, die wir hier machen, nicht so gut. Kopfschüttler. Und dann kriegt er eine direkt in Wanst. Ich merkte schnell, dass der Dolch die Zeit anhalten konnte, wenn ich genug Sand gesammelt hatte. Nicht für mich, aber für meine Feinde. Ja. Alles gegen die Feinde. So. Wo müssen wir lang? Hier drüben. Also das kenne ich jetzt alles nicht mehr. Ich habe es wirklich nur ganz kurz angespielt. Wartet mal. Kann man drehen irgendwie? Ja, nur um euch zu drehen. Macht er nicht. Ach doch. Ich muss nach vorne drücken. So. An der Wand lang. Und jetzt wieder drehen. Und das, die Mechanik ist einfach geil. Dreh dich, du Lump. Zack. Und dann sind wir schon oben. Oh, da hat sich wieder die Kamera gedreht. Habt ihr das gesehen? Irgendwann geht das mal in die Hose. Da geht's irgendwo, ist doch bestimmt da noch so ein Dingsbums. So ein Sanddings. Ist das? Das ist ein Speicherpunkt. Jawohl. Erstmal in so einen kleinen Speicherpunkt reingelatscht, in so einen Sandsturm. Sehr gesund. Einmal tief inhaliert. Und es wird anscheinend so ein bisschen angekündigt, was uns als nächstes hier bevorsteht. Mal. Man kann die auch direkt. Okay, abspeichern. Mach mal. Neuer Spielstand. Und wir haben schon 7%. Das ist ja. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Okay, wie du es befiehlst, Prinz. Woher kamen diese Visionen, die mich wie fiebrige Träume überfielen? Wenn ich erwachte, fühlte ich mich matt und niedergeschlagen. Und jedes Mal trat ein, was ich sah. Als ob mir der Sand der Zeit einen Blick in die Zukunft gewährte. Das kann schon sein, dass er uns natürlich hier einen Blick in die Zukunft gewährt. So, hier stechen wir mal rein. Und man kriegt die echt relativ häufig hier, diese Sand-Bobbles oder was auch immer das ist. Das heißt natürlich auch, dass wir die Dinger da auffüllen. Halt, komm her. Jawohl. Und mal eine gepflegte Drehung. Und das Spiel ist natürlich auch prädestiniert für einen Speedrun. Nicht, dass ich das jemals machen würde. Geschweige denn... Oh, das ging schon mal voll in die Hose. Aufs Steißbein gefallen. Das ist böse. Okay, das machen wir anders. So, mal festhalten. Was ist denn das da für ein Loch? Muss ich da lang? Hä? Hört ihr das? Das ist irgendeine merkwürdige Melodie. Yeah! Soll ich da reingehen? Es ist stockdunkel. Hier hinten ist noch alles hell. Hier sind die Fackeln an. Die Fackeln, die kein Feuer sind, sondern mit Glühbirnenbeleuchtung bringen. Wir latschen einfach mal an der Wand in das Dunkle. Was zum... Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Bin ich bei Alice im Wunderland gelandet? Hallo? Oder? Wirkt so ein bisschen wie bei Alice. Ist hier jemand? Aber wir könnten theoretisch, gibt es hier ganz viele Verbindungsorte. Ich glaube, ich bin nicht mehr in Azad. Nee, Princey Boy. Ja, wenn ich nicht weiß, was es ist, dann trinkt man immer erstmal von und hat dann Magenschmerzen. Heilige Scheiße, was ist denn jetzt los? Es ist geschehen. Ah! Geil. Ich fühle mich wundervoll. Du fühlst dich wundervoll.
was machst du denn? Dann lass das, wenn du dich wundervoll fühlst und spring hier nicht irgendwo runter, was du nicht sollst. Okay, es hat unsere Gesundheit etwas aufgefüllt. Oder besser gesagt, noch voller gemacht. Erhöht. Okay, da unten müssen wir lang, aber da drüben, das will ich natürlich haben. Benutze den Dolch. Jawohl! Der Staubsauger ist unterwegs. Oh, geh mal einmal hier hoch. Da ist doch bestimmt irgendwas oben drüber. Nee, ist es nicht. Okay. Ich glaube, wir müssen hier runter. Hallo? Warum schreit er immer? Wo sind überhaupt alle hin? Ich meine, die sind doch alle geflüchtet. Und der Berater von meinem Vater hier, von dem König, der hat auch Dreck am Stecken. Oh, hallo, Lady. Gebt mir den Dolch. Jawohl, erstmal auf die Titten glotzen. Wer seid ihr? Ich bin Farah, Tochter des Maharajas, den ihr den Dolch gestohlen habt. Das ist euer Werk. Ich sah, wie mein Vater zu Sand wurde. Und wir teilen sein Schicksal. Wenn ihr mir nicht den Dolch gebt, um eure Tat rückgängig zu machen. Euer verräterischer Visier gebrauchte eben diese Worte. Von nun an vertraue ich nur noch mir selbst. Okay, Schnecke. Zwitscher ab, ich regel das hier. Und ihr habt's gesehen, die deutsche Sprache ist nicht so ganz synchron. Es sei denn, die beiden Protagonisten haben mir gerade mal die Stimmen gewechselt. Alter, das ist ja wohl die Härte hier. Sehr gut, Kamera. Irgendwie ist hier die Kacke ordentlich am Dampfen. So, mit dem Dolch kann ich den Käfer staggern. Staggern, da stagger ich den. Seht ihr das? So, und dann kann ich mit meinem Säbel draufhauen. Habe ich gerade mitbekommen, da ich auf beide Tasten einfach nur sinnlos gehämmert habe. Seit wir Indien verlassen hatten, war sie da. In der Wüste fühlte ich ihre dunklen Augen auf mir. Sie und ich, die zwei einzigen Überlebenden. Sagte ich zwei. Verzeiht, wir waren drei. Warum redet er immer mit sich selbst? Nein. Natürlich redet er mit uns. Denn er erzählt uns seine Geschichte, aber dann ist sie ja eigentlich vom Feindesclan sozusagen. Oh, rutschige Sache hier. Und er hat ja gerade gesagt, wir waren zu dritt. Das ist natürlich die Frage. Wen meint er? Meint er als dritte Person? Nicht, dass hier alles runterkommt. Meint er als dritte Person den Dolch oder diesen Typen da, der dem König da irgendwie die Sandmonster aufgebrummt hat? Ich weiß es nicht. Es wird sich wahrscheinlich noch irgendwie ergeben. Und ihr seht's, die Rätsel werden immer komplexer. Und so viele Betten, wie es hier in diesem Palast gibt, das ist schon echt erstaunlich. Also in jedem Raum gibt es hier ein Bett. Entweder waren alle sehr müde oder extrem pimperfreudig. Krass. Die Sanduhr. Was? Ja, das ist die Sanduhr, aber vor allem, was sind das für Viecher? Ich verstand nicht die Bedeutung dessen, was ich sah. Aber ich wusste, mit Sicherheit hatten diese Kreaturen einen Meister. Der Mann, der mich dazu brachte, die Sanduhr zu öffnen, hatte seinen Willen. Und aus irgendeinem unbekannten Grund begehrte er den Dolch und würde nichts unversucht lassen, ihn zu besitzen. Natürlich, das ist dieser Typ da. Ich wollte ihm geben, was er begehrte, und den Dolch in seinem verräterischen Herz versenken. Okay, das scheint das prinzipielle Ziel jetzt zu sein von dem Spiel, dem Typen da eine reinzudreschen. Aber ich kenne seinen Namen leider Gottes gar nicht. Und er hat auf jeden Fall die Monster hier beschworen oder was auch immer. Und hat die Sanduhr. Und nun liegt es an uns, diesen Fluch wieder zu brechen. So habe ich das zumindest interpretiert. So. Sehr ersichtlich, dass es hier lang geht, aber sieht halt geil aus. Das da drüben werden wir nicht schaffen. Wir werden wahrscheinlich hier rüber müssen. Und hier mit einem... Es ist halt auch an der Grafik her, kann man es relativ leicht erkennen, wo es lang geht. Das war sicherlich damals nicht so leicht ersichtlich.
Aber ich finde es echt, ich finde es hübsch, das Spiel. Und es ist, es läuft so unglaublich dynamisch. Das ist echt gut. So. Den Handstaubsauger ausgepackt und volle Kraft voraus. So. Jetzt ist schon die Kacke am Dampfen. Wo geht's denn jetzt lang? Schaffen wir das darüber? Das schaffen wir sicherlich nicht. Wir werden wahrscheinlich hier einen Wallrun machen müssen. Und... aha. Und der Schatten signalisiert mir, wann ich springen muss. Geronimo. Und runter. Hier hoch kann ich... ah, okay. Hier hoch und Hepsala. Tja, und wir werden natürlich auch die neuen Teile dann durchspielen. Also der 2008er Teil, der heißt ja nur Prince of Persia. Und den... ist der von 2008? Ich weiß es gar nicht. Und den neuesten, der jetzt auch nicht mehr so neu ist. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Remake von dem Teil. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, aber erstmal Staubsaugen. Und lang... ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn eingesammelt? Nee, das ist verkehrt. Oder? Wallrun, oder? Das ist Wallrun. Ist das Wallrun? Das ist Wallrun. Wallmarkt. Oh, das war knapp. Aber er hat es geschafft. Hier können wir nicht... oh, wartet mal. Können wir hier rum? Ja. Also ich habe echt keinen Plan, wo es hier lang geht, aber... es gibt ja nur den Weg. Wir gehen mal da runter, machen mal hier diese Käfer platt. So. Jetzt ist hier... Bugzeit. In diesem Spiel gibt es viele Bugs. Gefahr eliminiert. Geht's hier oben noch wohl lang? Ich guck mal ganz kurz. Guck mal, hier rechts könnte man theoretisch auch lang. Hier könnte ich auch dran. Ich glaube, das bringt nichts. Nee. Das ist ein Fake. Können wir das aufmachen irgendwie? Nein. Wir müssen dann wahrscheinlich da dran springen. Schaffen wir das mit dem Sprung oder mit dem Wallrun? Ich spring mal. Ah, okay, er hat automatisch einen Wallrun gemacht. Wallrun. Wallrun. Klingt auch komisch, wenn man es ganz oft hintereinander sagt. So, El Baco. Hier gibt es mehr Bugs als in Starship Troopers. So, und der Weg führt anscheinend nach unten. Und... upsala. Ja, jetzt können wir ja eigentlich runterrutschen. Oh. Meine Fresse. Opa. Er ist aber schnell unterwegs hier. Hör auf damit. Oh, die Ladies. Lady. In der Lady Killer oder was? So, Schnecke. Lass mir mal bitte meinen Rüssel in dich reinhängen. Jetzt wirst du ausgesaugt. Meine Fresse, an dir war schon lange keiner mehr dran, so staubig wie du bist. Zack. Oh, da hinten ist was zu saufen. Nehme ich natürlich gerne mit. Wartet, Freunde. Pause. Timeout. So. Oh. Da war mir der Brunnen dann doch etwas zu nah. Die Mucke ist aber noch an. Ich vermute mal, hier sind noch irgendwelche Gegner. Die Ladies sind unterwegs. So, komm her. Ich würde natürlich erstmal gerne die liegenden platt machen. Jawohl, ins Bild gerollt. Die Power-Attacke durchgezogen. Shit, jetzt steht die wieder auf. Aua. Mann, 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 da schnibbelt die an mir rum. Warum liegt denn? Er liegt hier direkt. Ach, guck mal, haben wir den direkt? Den haben wir ausgesaugt. Nee, jetzt ist der verlangsamt. Oh, was sind das viele? Krass. Yeah! Heilige Kacke. Das wären echt ordentlich viele. Ja. Okay. Bei Ihnen haben wir leider Gottes die Zeit verplempert. So, jetzt legen wir euch alle mal. Dann lege ich euch flach. Okay. Die Witze sind echt flach, die ich mache, aber es ist halt so. So, vielen Dank. Dich wollte ich nicht flach legen, es ist aus Versehen passiert. Und dann resorbiere ich euch mal alle. Lady, oh, du hast aber ausladen dürften. So, Lady, komm her. Und zack. Von hinten genommen.
Und damit hätten wir's. Und wir haben einen Speicherpunkt. Aber ich werde natürlich erst nochmal 16 aufholen und erzeugen einen neuen. Ach, wir haben 9 bekommen, oder was? 16, ja, scheint so. Wir trinken nochmal ein Schlückchen. Ah, den ganzen Sand hier abspülen und nochmal einen Schluck. Schade, dass man keinen Trinkbehälter hat. Sonst könnte man natürlich immer so eine kleine tragbare Flasche mitnehmen. Hier hinten haben wir noch ein bisschen Sand. Den nehmen wir natürlich gerne mit. So, resorbieren. Ansonsten, ist hier irgendwas im Bett? Deswegen waren anscheinend die ganzen Ladies hier. Die haben den Prinzen gesehen und dachten sich, Frischfleisch. Tja, aber ich denke mal, wir gehen jetzt hier rein und speichern ab. Und ich sag bis zum nächsten Mal hier auf Lindark. Aber wir gucken uns natürlich diese Sequenz noch an. Was wird uns erwarten? Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.